Nur ein Teamsatz, 100 Kilometer, Siegerin Stephanie Leistenring von Kiel-Erle Oberhausen. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch, Stephanie Leistenring vom Ammerteam Oberhausen. Nochmal herzlichen Dank. Stefan Thomas und Thomas Reiser und Frau Sommel waren geschickt. Sie sind die einzige Frau, die momentan im Studio ist. Herzlichen Glückwunsch! Da kommt sie schon her, da sind wir schon her im Ziel. Wir beginnen mit dem dritten Platz. Thomas Ulm. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Kommen Sie zu den Zahlen, die gefunden. Thomas Ulm. Zweiter Platz, Martin Weckerle, SV Rosenhardt, 1924, herzlichen Glückwunsch. Und zum zweiten Mal Sieger der 6. Ulmer 2016 an Jürgen Kieler, Sport Haschko-Team. Herzlichen Glückwunsch! 8 Stunden, 53, 55
nur 7,7. Matthias Schäfer. Auch in der Regulationsphase bereits. Und Gewinner wurde Manfred Kriegler von Baden-Württemberg. 4 Stunden 52,0. Herzlichen Glückwunsch.
Erinnerung nicht an Kuhlert, mit Michael Lehr, Alexander Karp, Benjamin Gürtel und David Kogel. Herzlichen Glückwunsch. Wir müssen mal runtergehen, dass man alles sieht. Gehen wir mal ein bisschen runter. Weißt du, die Hände sieht man. Die Hände sieht man. Also, der Beste ist der Schwindel. Lass mal schwinden, lass mal schwinden. Okay, ja, sicher. Du hast den Kranz. Okay, jetzt kommen wir zu 100 Kilometer Achterstaffel.
Guter Pass, es geht an Infos. Mit Stefan Kastner, Tobias Kupus, Daniel Kamm, Michael Kalmer, Timo Mujacic, Mario Kupfer, Jörg Kretschmer und Peter Lorenzen. Und gewonnen hat die Firma von KSG. Mit Hürmanner Minuten nach Freiburg über Müller, Tobias Berlin, Tobias Eichholz und Freiburg nach Berlin und Freiburg nach Freiburg. Sag, geh mal ein bisschen. Bitte, bitte nach unten. Geh mal ein bisschen runter. Maximilian, geh mal ein bisschen runter. Und tu mal den Juan ein bisschen. Max, geh mal mit dem Juan Tauscher. Und tu mal das. Ja, ja, ja. Super. Das ist bei uns dann der Frauenlauf.